Liebe Community, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDWR. Heute hier an diesem wunderschönen Donnerstag und ich hoffe, ihr habt Lust auf eine neue Episode. Die letzte Folge ging ja darum, dass wir als News-Kollege unterwegs waren und wir haben natürlich eine Mafia-Hochburg hochgenommen. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, unbedingt mal in die Playlist abchecken. Sehr, sehr lustig, aber auch sehr spannend. Und ja, heute haben wir etwas ganz Besonderes und zwar, ich habe eure Kommentare gelesen und ihr habt gesagt, ey Dennis, zeig doch mal ganz kurz eine richtig coole Mod. Und zwar die Vocal Dispatch Mod, die ermöglicht uns per Voice Command auf Deutsch Einheiten anzufordern. Einsätze anzunehmen, Feuerwehr anzufunken, Krankenwagen anzufunken, einen Abschleppwagen anzufunken und so weiter und so fort. Das probieren wir heute einfach mal aus und das funktioniert folgendermaßen. Ihr seht hier schon der Kollege, der ist jetzt gerade hingekommen und zwar drücken wir dazu die rechte Alt-Taste und sagen zum Beispiel benötige GSG-9. Okay, hat er nicht verstanden. Ich benötige eine Spezialeinheit. So, und jetzt kommt die. Ja, wir haben da bestimmte Begriffe zu, die wir nutzen können. Und dann kommen eben die Einheiten hier hingefahren. Oder wenn ich sage, fordere Feuerwehr. Ja, das ist mega geil und auch sehr realistisch, wenn auch die Feuerwehr dann richtig fahren würde. So, und wenn wir dann Aufträge haben, die wir hier annehmen, dann können wir auf jeden Fall mal gucken, wie wir damit arbeiten. Das ist sehr, sehr, sehr cool und geht auf jeden Fall viel schneller jetzt. Braucht man nicht immer in diesem bloden, frickligen Menü rumfriemeln. Außerdem habe ich Better EMS installiert. Das heißt, dass die Krankenwagen und so weiter alles ein bisschen schlauer agieren könnten, glaube ich. Da muss ich da mal gleich gucken, wie das funktioniert. Also ihr seht, ich lese euer Feedback und ich möchte natürlich, dass LSPDFR weiterhin ein sehr spannendes Let's Play ist. Kommt ja von Montags bis Freitags immer zwischen 16 und 17 Uhr. Eine wichtige Randnotiz noch, das ist super wichtig und es wäre super, wenn ihr das auch ganz kurz machen könntet. Deswegen bleibe ich kurz hier stehen. Meine Videos werden zurzeit mal wieder nicht in der YouTube-Abo-Box angezeigt. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Deswegen könntet ihr mir einen Gefallen tun. Ihr könnt unter diesem Video die Glocke anklicken. Und wenn ihr die Glocke anklickt, kriegt ihr dann direkt eine Benachrichtigung, sobald ein Video hochgeladen wurde. Oder euch eben 16 bis 17 Uhr merken, da wird eine neue Folge hochgeladen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video natürlich wie immer bewertet. Ja, dann unterstützt ihr diesen Kanal. Tut mir leid, dass ich euch damit ein bisschen nerven muss, aber das ist mir schon sehr wichtig, weil ich möchte ja auch dieses Let's Play länger machen, ne? Und es wäre cool, wenn ihr dann ganz kurz, immer wenn die Folge beginnt, wenn ihr Bock habt, oder nach der Folge vielmehr, egal welche Episode es ist, entweder ein positives Däumchen da lasst oder ein negatives Däumchen, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Ja? So, wir müssen noch, genau. So, das ist nämlich mein absolutes Lieblings-Let's Play, welches natürlich immer noch ein bisschen buggy ist. Ihr seht ja, wir haben immer noch diesen Fehler rechts. Ich habe schon gegoogelt. Ich habe keine Ahnung, wie ich den wegkriege. So, wir halten mal ganz kurz den Kollege vor uns an hier. Warte. Okay, weil der fährt mir... Was macht der Transporter da? Okay, der ist stehen geblieben, oder? Guten Tag. Nein, ist er nicht. Warte, nochmal. Jetzt, ja. Okay, the suspect has come to a stop. Also, er ist stehen geblieben. Wie ist dieser Herr denn drauf? Okay. Hallo, Sir. Geben Sie mal bitte Ihren Führerschein. Ich würde Sie gerne überprüfen. Okay, Mark. Ich check ganz kurz Ihre Personalien. Mark Azor. Mhm. Okay. Mark, sind ein bisschen, bisschen sehr aufdringlich gefahren. Ich berechne Ihnen daher $50, die Sie bitte an den Staat San Andreas und an die Polizeibehörde Los Santos bezahlen müssen. Bitte fahren Sie nächstes Mal nicht so verrückt, dann ist auch alles gut. Und ich würde Sie natürlich auch bitten, ist der Herr denn überhaupt angeschnallt? Nee. Mhm, mhm. So. Wow! What the fuck? So, fahren Sie mal bitte weiter. Ey, ey, ey! Was macht er? Was ist denn jetzt? Ey! Alter! Nein! Boah! Die haben alle hier eine Knarre. Fordere Verstärkung. Ah, was ist, Aua.
benötige Hilfe. Jetzt, okay. Benötige Krankenwagen. Alter. Was war das denn? Okay, ich habe die Voice Comments noch nicht so drauf, aber jetzt habe ich schon... Okay, wir sperren mal eben die Straße hier. Boah. Was war das denn? Alter. Aus dem Nichts. So. Sende mir einen Abschleppwagen. Benötige einen Abschleppwagen. So, falsch. Warte nochmal. Benötige einen Abschleppwagen. Okay. Boah, das funktioniert ja super. Nice. Okay, man muss nur die ganzen Begriffe echt unbedingt noch auswendig lernen, aber sonst ist das ja voll geil. Okay. Okay, die checken das hier gerade. Sir, wie sieht's aus? Okay, er ist gone. Beide tot. Okay, können wir einen Gerichtsmediziner können wir nicht anfordern, ne? Ne, okay. Den müssen wir wieder hier rüber. Über das normale Menü. Okay. Mann, Mann, Mann. So, Auto ist abgeschleppt worden. Per Voice Comment. Nice. Okay, die machen hier gerade noch Berichte. Oh, wow, Alter, das war ja voll krass. So, der Gerichtsmediziner ist da. Leute, wir haben hier zwei Tote, bitte einmal checken. Hä, wir hatten noch eigentlich einen dritten. Warte mal. Wir hatten drei voll. Da liegt eine Blutlache. Nee. Warte mal, wo ist der dritte? Wo ist der dritte? Ach, der liegt da. Ah, okay. Der war von dem Polizeiauto verdeckt. Ich habe gelesen, dass ihr weniger Cinematic, also diese Rockstar Editor Aufnahmen haben wollt, weniger. Ich weiß es und werde mich natürlich an euer Feedback richten. Ne? Das wäre super schön, wenn ihr weiterhin Feedback in den Kommentaren äußern. Außerdem könnt ihr mal die Beschreibung, könnt ihr runterscrollen in den Kommentaren, da ist immer so ein Einsatzbericht von unserer Community. Da gibt es ein paar Leute, die so ein bisschen Roleplay-mäßig Einsatzberichte schreiben. Mega geil. Also checkt das mal unbedingt ab. Das ist wirklich super lustig, aber auch sehr geil geschrieben. Okay, Einsatz beendet. Zack. Danke, Jungs, dass ihr hier wart. Wir können die Straße wieder freigeben. Die Straße wird freigegeben. So, warten, bis die Gerichtsmediziner im Wagen sind. Okay. Haben wir noch irgendwie Waffen hier liegen oder sowas? Weil die waren ja bewaffnet, die Herren. Aber ich glaube nicht, ne? Doch, hier liegt auch gut, dass ich noch nachgeguckt habe. So. Aber sonst haben wir alles eingesackt hier, ne? Schauen wir noch hier drüben. Ne, alles gut, alles sauber. Okay, Straße ist wieder offen. Wir können weiter unseren Dienst hier verfolgen. Da fährst du nichts an, Streifen, und auf einmal bricht wieder ein Massaker hier in der Stadt aus. Gott, 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 Gott. Wo soll das bloß hinführen, alles hier? Alter Schwede. So. Wer die Folgen natürlich unter der Woche verpasst hat, kann am Wochenende natürlich alle Episoden nachholen. Wie gesagt, ne, kommt von montags bis freitags immer in einem Zeitraum. Zwischen 16 und 17 Uhr. Manchmal auch ein bisschen später. What the fuck? Was ist denn heute los? Benötige sofort Unterstützung. Attention all units. Officer needs immediate assistance in Pillbox Hill. Ey. Oh, Alter! Was ist denn hier? Oh, ich hab beschossen! Was ist heute los? Code 4! Code 4! Code 4! Ich bin Code 4! Es ist so unübersichtlich. Was ist hier los?
Ich bin Code 4. Roger. Wo ist denn die Verstärkung? Benötige Hilfe. We have an officer requiring assistance in, Pillbox Hill. Haben wir alle? Victor 13, we're at the little coffee shop around the corner. Boah. Wo ist denn die Verstärkung? Die gehört doch dazu. Aussteigen. Oh mein Gott, ey. Herkommen. Benötige Sanitäter. Okay, wir nehmen die Dame fest. Hahaha. Wer gelacht? Oh mein Gott. Wie viel will jetzt dazu? Benötige Transport. Mitkommen. Wir müssen diese Straße hier sperren. So, jetzt wird hier gerade alles gemanagt. Kommen Sie mit. Alter, hier ist absolutes Chaos. Absolutes Chaos. Okay. Wir müssen die Autos hier wegkriegen. Sende mir einen Abschleppwagen. Okay, wir müssen jetzt eins nach dem anderen hier wegkriegen. Gerichtsmediziner brauchen wir auch. Es ist absolut... Was ist heute hier los? Chaos in LS. So. Kriegen das schon hin irgendwie. Okay. Die fahren halt immer noch mehr welche rein, ne? Das ist das Problem. Das ist ein Massencrash hier. Alter. Okay. Wir müssen unbedingt diesen Kram hier auflösen. Sende mir einen Abschleppwagen. Ach, der ist gerade da, okay. Jetzt kommen ja auch noch die ganze... Was ist denn hier los? Alter Schwede! Ich muss mal hier selber Hand anlegen. So, wir lassen jetzt erstmal die hier weg. Was machen die denn jetzt hier? Was ist denn hier mit GTA wieder? Die drehen alle wieder am Rad. So. Okay. So, weg jetzt hier. So, warte, wir lassen mal eins am anderen weg. Okay. Oh Gott, es sind zu viele Fahrzeuge. Das ist das Problem. Ich mach mal eben die Sirene hier aus. Und dann kümmern wir uns eben um die ganzen Sachen hier. So. So, der Leichen. Warte, wir warten, bis alle Leichen weg sind. Und dann können wir nach und nach hier arbeiten. Leute, so ist es manchmal auch als Polizist. Es ist alles nicht so einfach. Aber es ist manchmal wirklich hart. So. Okay. Scheint alles zu erledigt zu sein, oder? So, der Krankenwagen, wenn der jetzt wegfahren würde, könnte dieses Auto hier fahren. Dann müssten wir jetzt den LKW mal zur Seite fahren. Den AIDS-LKW. Gut, dass ich einen LKW-Führerschein habe. So, den stellen wir jetzt mal hier an der Seite. Da steht auch noch ein LKW. Alter. So, wir machen mal eben hier alles nach und nach frei. Damit sich dieses ganze Geknüllte hier mal auflöst. Boah. So. Was ist denn mit dem Krankenwagen? Ich fahre den mal eben zur Seite. Ach, steck doch nicht aus. Ich fahre doch nur den Krankenwagen zur Seite. Möchtest du fahren? Alter! Ey! Das geht so nicht, Kollege. Das geht so nicht. Selbst wenn du Medic bist, du kannst mich nicht angreifen. Mann. Benötige Transport. We have backup needed in Pillbox Hill. Benötige einen Abschleppwagen. Benötige einen Abschleppwagen. Ja, manchmal funktioniert das nicht so gut, aber dass das überhaupt möglich ist, ist voll krass. So. So, nach und nach Massaker hier aufgelöst. Alter Schwede, ey. So, jetzt wird der Krankenwagen noch weggebracht und dann haben wir es.
Kollege, du musst dich jetzt vor Gericht verantworten. Vom Haftrichter. So. Schön. Okay, wir warten eben, bis das hier alles clear ist. Dann gehen wir diese Kreuzung wieder frei. Oh Gott, Leute, was für ein Arbeitstag heute wieder, ne? Aber wir haben es eigentlich relativ gut gelöst. Okay, Straße ist wieder freigegeben. So. Okay, wir haben einen Einsatz. Okay, ne. Okay, okay, jetzt. Okay. Wir nehmen die Verfolgung auf. Ein Bus wurde entwendet. Vorsicht. So, sind gleich da. Vorsicht, Polizei, bitte Platz machen, bitte Platz machen. Boah. Okay, da vorne fährt er. Vielleicht ist er ein... Oh. Ach, das ist ein... Ach, der Tanker wurde geklaut. Ach, du Scheiße, okay. Interstate 5. Es kann jetzt wieder sein, dass wir hier ein Problem kriegen mit der Anzeige. Ist das der Tanker? Ne, warte mal, da vorne. Aber der fährt auch sehr verdächtig hier. Da vorne ist der Bus. Okay. Aber wir haben ihm mal gesagt, er soll... Aber, nee... Okay. Benötige Luftunterstützung. Eagle 7, we're arriving over the target coordinate. Okay, Helikopter kommt. Benötige Unterstützung. Ja, warte mal, was ist Code 2? Benötige Hilfe. We've got an officer requiring assistance on, benötige Hilfe. Ja, wie sollen wir den allein stoppen? Okay. Benötige Hilfe. We've got an officer in need of assistance in Elysian Island. Wie sollen wir den denn? Alter. Piece of crap. Boah, das schiebt uns einfach hier durch. Boah. What the fuck did you do to my ride? Benötige Hilfe. We have an officer requiring. Bleiben die denn? In Elysian Island. Alter! Boah! Scheiße, den können wir leider nicht stoppen. Fordern mal hier rüber für Unterstützung an. Okay, die Kollegen kommen. So, das ist doch schon besser. Der zieht einfach durch. Was soll man denn dagegen machen? Okay, wir sperren hier ab. Das ist doch gut. Was macht ihr denn jetzt, Idioten? Mach die Straße frei. Oh mein Gott. Wo habt ihr die Ausbildung genossen? Es gibt's doch nicht. Los, hinterher. Oh, Porsche auch im Einsatz. Hinterher. So, wir fahren jetzt hier die ganz schweren Geschütze auf. Eurocopter auch im Einsatz. So. Jetzt reicht's. Steig aus. Boah. Raus da. Sie Idiot. Kaufen Sie sich doch einfach den Omsi, wenn Sie fahren wollen. So, ich nehme ihn fest. Oh. Benötige Transport. Okay. Sehr gut. Hä? Lol. Was war das? Okay, wir müssen jetzt die alle mal durchlassen. Da ist es. Kann man den eigentlich jetzt abschleppen lassen? Benötige einen Abschleppwagen. Nee, kann man nicht. Okay.
Aber Leute, wir haben ihn. Er wird jetzt weggebracht. Wir müssen überlegen, wie wir diesen Bus wegkriegen jetzt. Hm. So, ich stelle mal hier ein. Was ist das? Okay, der Bus ist weggeploppt. Aber was machen wir hiermit? Das ist ja seltsam. Ja. Wenden auf der Autobahn. Sir, könnten Sie bitte aus diesem Fahrzeug aussteigen? Ach, scheiße, Mann. Jetzt muss ich hier sogar... Sir. Kommen Sie mal her. Sie sind anscheinend betrunken. Keine Ahnung. Benötige Transport. Benötige Abschleppfahrzeug. Benötige Abschleppwagen. Oh, 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 oh. Was ist hier los? Jetzt wird hier wieder rumgeballert. Es dreht alles wieder am Rad hier. Ah. So, wir müssen den LKW mal hier zur Seite fahren. Was ist hier los? So. Heute ist echt der Wurm drin. So, wir lassen mal eben hier alles fahren. Benötige Transport. Ah, die können uns keinen schicken. Ach doch. Da ist er. Ach so. Benötige einen Abschleppwagen. Nope. Ich will gerne den hier. Ach, da sitzt der Driver noch drin. Ach du Scheiße, guck mal hier. Der ist down. Benötige einen Sanitäter. Benötige einen Abschleppwagen. So, jetzt aber. Wie können Sie den Sir bitte hier mitnehmen? Müssen hier die Straße freikriegen. Bob, was machst du denn hier? Wie geht's der Frau? Ach, ja. So, zack. Okay, der Abschleppwagen kommt. Wir lösen langsam die Problematiken hier auf. Der rast jetzt voll da rein. Plopp. So, jetzt hier Fahrt. Warum fahren die nicht? Vielleicht wegen mir? Ach, guck mal. Okay. Wo ist jetzt der Sanitäter? Benötige einen Sanitäter. Ja, der dürfte jetzt kommen. Ach Gott. Was ein harter Arbeitstag. Mann, 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 Mann. Ich liebe ja meinen Job heute. Puh. Wo ist er denn jetzt? Ich kann den Herrn doch nicht hier liegen lassen. Ah, der ist sowieso wahrscheinlich Matsche. Oh Mann. Oh Gott. Hi Jungs, kümmert euch mal drum. Ich sperre mal hier ab. So. Ja, ihr seid wieder zu spät, ne? Super. Können wir da abhauen, hat sich erledigt. Ja, rapido, rapido, haut ab. Warum lassen die eigentlich immer einen hier stehen? Ist euch das mal aufgefallen? Okay. Ich gebe die Straße wieder frei. Ach, schön gerade, ne? Der Sonnenuntergang da hinten. So. Okay, der Freeway ist wieder frei. Oh Mann. Leute, mit diesem fabelhaften Anblick verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann wieder morgen bei einer weiteren Folge GTA 5 LSPDFR. Checkt unbedingt die Playlist aus. Die findet ihr unter diesem Video verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch bei der nächsten Episode dabei seid. Die gibt es dann morgen zwischen 16 und 17 Uhr, also montags, montags bis freitags, immer in dieser Uhrzeit. Und danke für eure Treue. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein positives Däumchen da lasst. Und dann sage ich mal bis morgen.